Hallo meine lieben Freunde auf YouTube. In diesem Video möchte ich mit euch darüber sprechen, warum ihr anfangen müsst zu lesen, wenn ihr ein erfolgreiches und tolles Leben führen wollt. Viel Spaß mit dem Video. Ja, wie ihr in meinen Videos ja seht, beschäftige ich mich intensiv mit dem Thema Selbstlernen. Ne? Vor allem lebenslanges Lernen durch, keine Ahnung, Bücher, durch Videokurse, durch Coaching-Programme und. Nur warum mache ich das? Ihr seht es sicherlich auch. Ich meine, ich verfolge ja auch diese Videos von all den erfolgreichen Leuten auf YouTube, die einem ja zeigen möchten, wie man gute Beziehungen führt, wie man erfolgreich sich ein eigenes Online-Geschäft aufbaut, wie man erfolgreich investiert. Doch wisst ihr, was diese Personen recht selten sagen, meiner Meinung nach, dass es absolut essentiell ist, zu lesen, sich zu bilden. Ne? Und die meisten sprechen ja immer so, als wären sie, überaus intelligent und die absoluten Meister. Nur wie haben sie es geschafft? Ja, weil sie viel gelesen haben. Und Lesen bildet. Und das führt dann auch dazu, dass sie da stehen, wo sie sich derzeit befinden. So, und all diejenigen, die auch irgendwann mal ein erfolgreiches Leben führen möchten, in allen Lebensbereichen, denen möchte ich, ja, Real Talk-mäßig empfehlen, sich für die unterschiedlichen Lebensbereiche Bücher anzuschaffen und anfangen sollen zu lesen. So. Ich kenne sehr viele Leute auch in meinem Umfeld, die haben ihr letztes Buch in der Schule gelesen, so ein Schulbuch. So. Und das ist halt eine Sache, die würde ich echt keinem empfehlen. Vor allem, es ist eine Sache, die ist auch nicht uninteressant. Lesen macht tatsächlich süchtig. Also ich habe mich am Anfang auch schwer getan und ich kenne es, wenn man müde wird, wenn man 10 Seiten gelesen hat. Aber das ist eine Sache, die trainiert man an. So. Das heißt, irgendwann man trainiert die Augen zu lesen, man trainiert den Verstand, die Informationen aufzunehmen. So, ne? Und es macht irgendwann richtig süchtig, neues Wissen aufzusaugen und es zu verarbeiten. Und es ist eine positive Sucht. Ne? Und das führt dann dazu, dass ihr euch da auch wirklich entwickelt. Und zwar in den Bereichen, in denen ihr euch entwickeln möchtet. So. Das ist das, was euch tatsächlich transformiert. Tatsächlich die Bildung. Ne? Und warum habe ich das Video genannt, fang an zu lesen und nicht bilde dich? Ja, weil aus meiner Sicht der erste Schritt tatsächlich ist, sich in den unterschiedlichen Lebensbereichen mal grundsätzlich durch Bücher, ne, vielleicht auch im zweiten Schritt, vielleicht wäre es ja im ersten Schritt mal sinnvoll, sich ein paar Blogbeiträge durchzulesen oder ein paar YouTube-Videos zu gucken, aber wenn ihr euer Wissen dann ein wenig vertiefen möchtet, würde ich euch empfehlen, holt euch für die entsprechenden Lebensbereiche Bücher und lest. Trainiert auch das Lesen, weil ihr werdet nicht drum rumkommen, irgendwann Bücher zu lesen. So, und ich meine, ich habe es ja in meinen vorherigen Videos schon öfters gesagt, ich habe in meinem Leben bestimmt schon über 400 Bücher gelesen. Also es sind über 400. Ich habe, ich verwalte ja auch diese ganzen Bücher und die Erkenntnisse aus diesen Büchern in einer App, nur mal so am Rande, die heißt Notion und ich kriege dafür kein Geld, das ist auch nicht gesponsert und bin auch viel zu klein dafür, dass es gesponsert wird. Das ist jetzt wirklich nur ein Tipp am Rande. Und da dokumentiere ich dann auch die ganzen Key-Learnings und verarbeitet das Wissen, dass ich das dann auch dann tatsächlich anwende. Das ist dann auch ein Punkt, den werdet ihr irgendwann merken, wendet das Wissen an, sonst bringt es nichts. Ne? Und ich werde mich wahrscheinlich auch auf diesem Kanal so ein bisschen mit dem Thema beschäftigen, wie man richtig liest, wie man dann das Wissen aufsaugt und es auch anwendet. Ganz wichtiger Tipp, experimentelles Lernen, ne? So das Stichwort. Lest nicht nur Bücher, das ist jetzt so ein Tipp an die Fortgeschrittenen. Oder wir machen es mal anders. Erster Tipp an Anfänger, so, ne, die noch gar nicht lesen, die gar keine Bücher lesen, die sagen, hey, nach 10 Seiten werden meine Augen müde, ich habe nichts verstanden und gehe dann schlafen. Ihr müsst einfach anfangen zu lesen. So, holt euch irgendein Buch, was euch interessiert oder zu einem Thema und fangt an. Und ihr werdet merken, nach dem 10., 20. Buch geht das schon viel schneller. So, dann seid ihr nach ein paar Büchern nicht nach 10 Seiten fertig oder müde, sondern nach 20, 30, 40, so. Und
ja, versucht vor allem auch immer nach einem Kapitel oder nach einem Buch das Ganze einmal zusammenzufassen, ne, um dann auch wirklich die Erkenntnisse herauszuziehen. Und an die fortgeschrittenen Leser, die dann, sagen wir mal, 40, 50 Bücher in den letzten Jahren gelesen haben, letzten, sagen wir mal, zwei, die pro Jahr so ihre 20 Bücher lesen und mich dann tatsächlich auch fragen, du, wie schaffst du es denn hier im Jahr über 200 Bücher zu lesen? Es sind erstens nicht über 200, sondern ich habe gesagt, das sind knapp über 100 pro Jahr. Und ihr werdet merken, wenn ihr viel lest, dann kommt ihr auch irgendwann, beschäftigt ihr euch ungefähr, sagen wir nach dem 30., 40. Buch, ne, würde ich euch empfehlen, auch mal euch intensiv mit dem Thema zu beschäftigen, wie lerne ich richtig, wie lese ich richtig. Und das ist dann nochmal ein richtiger Gamechanger. Macht das nicht am Anfang. Am Anfang solltet ihr wirklich Content konsumieren, der euch wirklich interessiert und der euch nach vorne bringt. Und vielleicht ab dem 30., 40. Buch beschäftigt euch mal mit dem Thema, wie lese ich richtig Bücher und sauge absolute Informationen. Da kommt dann auch Speedreading und ihr werdet irgendwann auch nicht nur, keine Ahnung, einen Tag brauchen, um mal 100, 200 Seiten zu lesen, sondern das macht ihr dann mal in 3, 4 Stunden. So. Wenn nicht sogar noch schneller. So, je mehr ihr lest, desto mehr routiniert seid ihr. Das ist mal so ein Stichpunkt an die fortgeschrittenen Leser. So, also wie gesagt, fangt an zu lesen. Ich tue es auch. Ich ja, unterrichte euch auch hier die ganze Zeit. Ich zeige euch auch meine Ergebnisse sehr gerne. Aber lest wirklich Bücher. Das ist euer Game Changer. So. Gut, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr mehr davon haben möchtet in Zukunft, dann abonniert diesen Kanal und gebt dem Video einen Daumen nach oben und bis zum nächsten Video.